Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Evoland 2. Wir reden jetzt mal mit dem Gastwirt. Ihr möchtet schlafen gehen? Von euch verlange ich nur 50 Gold pro Nacht. Wie hört sich das an? Ja, okay. Dann lasst es halt bleiben. Ich hab doch ja gesagt. Hä? Lol? What the? Okay. Er hat also keinen Bock, dass wir hier nächtigen. Alles klar. Ohne Quest. Hehe. Ihr möchtet etwa in die Stadt oder herausbringen? Hehe. Zu reduzierten Transportgebühren? Hehe. Dann wendet euch an Herrn Schlammassel im Innenhof. Okay. Und wie komme ich zum Innenhof? Ah, da. Ach, Herr Schlammassel. Oh Gott. Boah, ist das dumm. Schlammassel. Oh Gott. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ihr wollt die Stadt verlassen? Das sollte ich arrangieren lassen. Habt ihr ein bisschen Moos für mich? Ihr wisst schon, Mäuse, Zaster, Schmiere für unsere Beziehung. Nicht, dass ich euch nicht vertrauen würde, aber eine kleine Gegenleistung schadet nie. Sven, dieser Typ gefällt mir nicht. Wir sollten uns vielleicht lieber nicht mit ihm einlassen. Die junge Dame hat recht, zumindest theoretisch, aber ich fürchte, wir haben keine Wahl. Beim Militär sagen wir, der Zweck heiligt die Mittel. Diese Maxime dürfte auch unter diesen Umständen gelten. Die Strategie jedoch überlasse ich euch, Super Mario. Herr Schleimerassel. Und? Interessiert? Nein. Nun, es besteht jedenfalls keine Eile. Ja, ich wollte mich aber erst noch in der Stadt umgucken. Deswegen machen wir das gleich. Weil vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo coolen Shit, den wir gebrauchen können. Guck mal, hier ist ein Herz drüber. Ist das vielleicht der Puff? What the fuck? Was ist das hier? Ich ruhe mich nur kurz aus. Was ist das? Mir ist langweilig. Ich wollte ja ein Spiel spielen. Ich habe Hunger. Was essen wir endlich? Ich glaube, ich muss gleich aufs Klo. Ich bin so ein süßes Mädchen, stimmt's? Hä? Ja, was? Ich kann euch nicht hören. Ach Gott! Sagt, dass ich süß bin. Nein. Moment mal, dafür werde ich... Aua. Nochmal. Was passiert, wenn ich ja sage? Boah, ist die lästig. Nichts. Ist wirklich nett. Ja, ja, fragt sie nur. Wir beide haben solchen Spaß zusammen. What the fuck ist das hier? Willkommen im Waisenhaus. Ah, das erfordert pausenlosen Einsatz. Jeden Tag, jede Stunde und leider auch jede Sekunde. Schon gewundert. Gut, kein Puff. Nicht ganz. Also knapp daneben. Steht eine Wache vor? Warum steht hier eine Wache vor? Schiebe Wache. Ah. Die Leute regen sich. Ich muss ja mitlesen. Ich vergesse das immer. Die Leutnants regen sich unglaublich auf. Nur gut, dass ich kein Leutnant bin. Diese ganzen Verantwortungs-, das wäre nicht für mich. Ich kann nicht wieder in den Knast. Ach, das ist der Knast. Hi. Vorerst darf niemand das Gefängnis betreten oder verlassen. So lautet der Befehl des Leutnants. So ein Ärger, ich sitze hier fest. Dabei habe ich eine Verabredung mit einer Kellnerin aus dem Gasthaus. Wenn ich diesen Gefangenen zu fassen kriege, werde ich ihm selbst einen hübschen Tunnel graben. Ah, okay. Ja, dann sucht mich mal. Lasst euch aber gerne ein bisschen Zeit. Denn ich hab's ja nicht eilig, ne? Was gibt's hier noch? Das sieht auch relativ fad aus, aber ich darf da auch nicht rein. Okay. Also theoretisch wissen wir ja schon, wie wir aus der Stadt rauskommen. Ich will nur gucken. Ich glaube nicht, dass unser geliebter Kaiser wirklich einen Krieg gegen die Dämonen anzetteln wollte. Schließlich stand er auf gutem Fuß mit ihnen. Warum also dieser Krieg und warum gerade jetzt? Mich interessiert nämlich, hier sind nämlich die Zauberer. Die Tür ist verschlossen. Okay, wer bist du? Herr Flix, die Zauberer haben schon wieder die Bibliothek in Beschlag genommen. Seit sie in der Stadt eingezogen sind, kommt man kaum noch hinein. Ich frage mich, wonach sie da drin suchen. Jedenfalls kann ich die nächste Folge der Abenteuerserie um den Piraten Roberts immer noch nicht lesen. Es tut mir leid. Ah. Ah, und hier ist... Was ist das, W? Ist das der Puff? Tageskarte. Oh, hier haben wir es. Oh! No. Vorspeise. Knackiger Salat mit sechsbeinigem Ungeziefer. Hauptspeise ist eine kleine Ratte, gedämpft in ihren suspekten Körpersäften. Und die Nachspeise ist eine passierte Haar des Kochs. Das Tagesgericht, Rinderknorpel Big Wok mit schimmelresistenten Pommes frites. Guten Appetit. Ich hätte gerne was zu essen. Willkommen bei Wok Donalds. Die Küche ist noch geschlossen. Schaut mal. Toll. Gut. Dann esse ich halt nichts. Saftladen, ey. Könnt mich doch alle mal. Schmuggel ich mich halt jetzt hier raus. So, du da. Schmuggel mich. Habt ihr ein bisschen? Ja, knete Geld. Ja, bla 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 bla. So. Ha, ich glaube, wir beide werden uns prächtig verstehen.
Wie wäre es mit einer kleinen Kaution, um unsere Freundschaft zu besiegeln? Sagen wir für den Anfang mal 500... What? Nein! Ich muss 530 Gold zahlen? Das ist mein ganzes Moos! Boah! Ihr bringt mir weitere 150 Gold und ich bringe euch... Was? Ich darf wohl davon ausgehen, dass ihr einwilligt. Ich schätze mal, ihr habt das Geld nicht, oder? Nicht mehr. Irre ich mich? Wenn ihr hier weg wollt, werdet ihr wohl dafür arbeiten müssen. Ich weiß, ein furchtbarer Gedanke. Ich versuche selbst tunlichst, das zu vermeiden. Aber manchmal heiligt der Zweck eben die Mittel. Meine Assistentin im Gasthaus kann euch sicher ein paar Gelegenheitsjobs vermitteln. Dafür werdet ihr dort übernachten müssen. Ich weiß, ein Fünf-Sterne-Hotel ist es nicht. Aber denkt nur an morgen, wenn ihr frei und meilenweit vom Kaiserreich entfernt seid. Viel Glück. Sven, seid ihr sicher, dass es eine gute Idee ist? Super Morio, ich werde euch nie wieder die Verhandlung überlassen. Harte Worte, Menes. Obwohl Sven ihm wirklich völlig auf den Leim gegangen ist, ist es leider komplett richtig. Aber er hat sein Bestes gegeben und das ist das Wichtigste. Wir haben unser ganzes Geld verloren. Schlimmer noch, wir müssen unsere Flucht aus der Stadt erkaufen. Erstens war es unser Geld, nicht eures. Und zweitens braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich werde schon dafür sorgen, dass wir hier rauskommen. Ist euch das recht, Sven? Schließlich seid ihr und Menes auf der Flucht. Ich werde mich nützlich machen und das nötige Geld verdienen. Das klingt irgendwie falsch. Danke für euer Vertrauen. Also los, packen wir es an. Ach, jetzt spiele ich sie. Ololol. Ach, die ist eine Boxerin. Okay. Hehe, seid ihr wegen Herrn Schlammassel hier? Was kann ich für euch tun, Fräulein? Ich suche Arbeit, damit ich Herrn Schlammassel bezahlen kann. Arbeit? Hm, dann wollen wir mal sehen. Hier ist die Liste der offenen Stellen. Sagt Bescheid, wenn euch was davon zusagt. Kellner bei McDonald's. Markt in der Resistenz de la Mar. Kinder hüten nichts davon. Kellnern bei McDonald's. Seid ihr sicher, dass ihr Kellnern bei McDonald's annehmen wollt? Ja. Geht zu McDonald's. Dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt dran, esst bloß nichts dort. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Juhu! Ich darf bei McDonald's arbeiten. Ich meine, ich weiß nicht, ob das so wuhu ist, aber ich darf bei McDonald's arbeiten. So. Gib mir Arbeit. Willkommen bei McDonald's. Die Küche ist noch geschlossen. Ja, ich will arbeiten. Oh, seid ihr neue Kellnerin? Perfekt, ihr kommt gerade rechtzeitig. Der Service beginnt gleich. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ja. Ihr werdet sehen, es ist kinderleicht. Oh Gott. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welche Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und nimmt Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht zu wählen. Dann wird er seine Bestellung aufgeben. Danach kommt ihr zu mir, um das Gericht abzuholen und es dann dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellung. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen. Die meisten Gäste hassen das. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Versucht, mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor ihr serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das wär's. Kinderleicht, oder? Wollt ihr, dass ich die Anweisung wiederhole? Nein. Wunderbar. Dann haben wir offiziell geöffnet. Oh. Ich bin Kellnerin. So. Aha. Liest er noch oder ist er schon fertig? Ich hab ihn noch... Ah, okay. Ah, jetzt ist er fertig. Hallo, ich möchte bitte den Big Wok bestellen. So. Big Wok. Welches Gericht hätte ich gerne? Den Big Wok. Bitteschön, den Big Wok. Danke, das ging ja schnell. Gerne. So, was hättest du denn gerne? Den Big Wok. Ach, noch ein Big Wok. Den Big Wok. Bitteschön, den Big Wok. Danke. So. Jetzt futtern die beiden. So, der ist fertig. Gib mir die Kohle. Es war lecker, danke. Danke. Der braucht noch ein bisschen. So, es war lecker, vielen Dank. Oh Gott. Ich hätte gerne das Tagesgericht. Das Tagesgericht. Bitteschön, Dankeschön. Zack, Tagesgericht. Du möchtest, ich hätte gerne, mal sehen, den Salat? Den Salat. Welches Gericht hätten Sie gerne? Den Salat. Bitteschön. Da-da-da. Danke. So, was hättest du gerne? Ich hätte gerne, Pasta. Salat. Pasta.
dann noch den Salat. Oh Gott, die wollen schon zahlen. Du willst zahlen. Du willst zahlen. Okay. Ich glaube, gleich wird's voll und ich glaube, gleich wird's stressig. Geld, vielen Dank. Gib mir the money. Oh Gott, es wird voll. So, du bist der Erste wahrscheinlich, oder? Ne, ist ja eher alles unterschiedlich. Du, Big Wok. Ach du Scheiße, es wird voll. Big Wok. Tageskarte. Big Wok. Scheiße, das wird echt voll. Tageskarte. Oh, holy. Big Wok. Geld. Oh. Salat. Geld. Salat, 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 Salat. Salat, 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 Salat. Geld. Hetz mich nicht so. Tagesgericht. Ich möchte Salat. Tagesgericht. Salat. Oh. Pastete, Chef. Chef, zweimal Pastete. Zweimal Pastete. Erstmal noch das Geld mitnehmen. Zweimal Pastete. Pastete. Bitteschön. Nochmal Pastete. Dankeschön. So, zack. Gott, ist das stressig. Ich hoffe, es war die letzte Stufe. Es ist nicht direkt schlecht. Eher so lala. Ja, sorry. Alte Frau, kein D-Zut. Das war lecker, danke. Oh Gott, jetzt bitte keine Hochzeitsgesellschaft und sonstiges. Bitte nicht. Bitte, lass es alle gewesen sein. Gut, das war's für heute. Ah, oh, 15 Gäste bedient und niemand ist gegangen, ohne zu bezahlen. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit war 7,2. Recht gut. Hier habt ihr euer Gehalt. Kommt gerne wieder, um hier zu arbeiten. 110, nicht schlecht. Oh, ist es schon Abend? Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Okay. Darf ich jetzt hier schlafen? Herr Schlammassel lobt euch in den höchsten Tönen. Diese Nacht wird euch nichts kosten. Bleibt ihr? Okay. So, jetzt können wir uns nämlich hier noch einen Job holen. Hier ist die Liste. Kinderhüten. Seid ihr sicher, dass ihr Kinderhüten annehmen wollt? Ja. Geht zum Waisenhaus. Aber denkt dran, schlagt nicht über die Stränge. Nicht, was ich mir als Kind vorgestellt hatte. Ich wollte immer Astronaut werden. Es tut mir leid. Jetzt ist aber Kinderhüten angesagt. Ja, ich hoffe mal, vielleicht verstecken sie sich im Dorf und ich muss sie suchen. Mal gucken. Schauen wir mal. Willkommen im Waisenhaus. Wir nehmen uns allen... Ja, das kennen wir schon. Okay. Hast du vielleicht einen Job? Ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, ich hoffe, ihr lasst mich in Ruhe. Oh, ihr seid das neue Mädchen. Ihr seid meine Rettung. Naja, ich schätze, ihr wisst, was zu tun ist. Dann überlasse ich euch die Aufsicht. Viel Glück. Oh Gott. Endlich frei. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Huhu, Kinderchen. Wollt ihr spielen? Lasst uns Verstecken spielen. Es war so klar. Ich weiß das beste Versteck. Oh ja, cool. Jetzt seid ihr dran. Ich mag nur Computerspiele. Oh Gott, die verstecken sich in der ganzen Scheißstadt. Oh boy. Sehe ich die? Muss ich was anklicken? Laufen die in andere Läden? Das ist halt jetzt der Nachteil. Wenn einem das nicht gesagt wird. Das heißt, ich muss mich tatsächlich umsuchen. Umgucken. Ah ne, guck mal, da steht schon einer. Ihr habt es echt drauf, Fräulein. Ihr habt es erfasst, Mister. Okay, ich guck erstmal draußen. Wenn die draußen nirgendwo zu finden sind. Ist vielleicht einer in den Wald? Darf ich da raus? Ne, kann ich gar nicht raus. Ist auch keiner. Ich
befürchte, da sind zwei sogar. Ich weiß genau, dass ihr mogelt. Ja, schön wär's. Pah! Das ist unfair. Halt die Fresse. Kann ich die nicht mit Whisky ruhig stellen? Doch, Whisky gekauft. Komm ich nicht durch. Ist vielleicht einer bei McDonald's? Man weiß ja nie. Ah, guck mal. Die gehen tatsächlich in Gebäude. Oh nein, wie habt ihr mich gefunden? Fuck, das heißt, ich muss die Gebäude tatsächlich durchsuchen. Schade. Weil einer wird sich bestimmt noch in einem Gebäude aufhalten. Ne, nicht in den Büschen, okay. Weil die werden nicht einen in ein Gebäude setzen. Das wäre zu einfach. Das waren drei, das waren auch immer drei. Na, wo ist der letzte? Das waren auch immer die beiden. Ich vermute mal oben in der Kaserne vielleicht. Das war auch immer der eine. Also irgendwo da, wo man vermutlich kein Kind vermutet. Entweder hier in dem Inn oder vielleicht hier irgendwo. Guck mal kurz hier rechts. Hier links. Okay. Dann vielleicht im Gefängnis. Auch nicht. Dann haben wir noch den Gasthof. Und dann hören die Verstecke eigentlich schon relativ auf, ne? Du bist es nicht. Du bist es. Ha! Jetzt schon? Habt ihr etwa Superkräfte? Nee, ich bin einfach nur ein krasser Typ. Also eigentlich ein krasses Mädchen. Also, ach, ihr wisst, was ich meine. Dum, 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 dum. So. Hab euch. Ihr seid ja so cool. Danke, Fräulein. Dafür werdet ihr bezahlt. Ich muss mal. Kommt uns gern jeden Tag besuchen. Gib mir lieber Geld. Seid ihr in Ordnung? Wie ist das gelaufen? Sie haben sich doch hoffentlich benommen. Ja, ja. Schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Hier, das ist für euch. Ihr habt 80. Danke für eure Hilfe. Juhu. Oh, es ist schon Abend. Was für ein Tag. Brauchten wir nicht 150? Weil dann hätten wir jetzt genug. Aber vielleicht können wir auch die dritte Aufgabe noch machen. Ja, ja. So. Dum, 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 dum. So. Hier ist die Liste. Markt in der Residenz Delamar. Seid ihr sicher, dass ihr Markt? Ja. Madame Delamar erwartet euch in ihrer Residenz. Denkt daran, verliert nicht die Fassung. Das ist das letzte Mal, dass ich mich freiwillig melde. Solche Sachen sollte Menos übernehmen. Ist ja nicht Menes? Egal. Die Residenz war das hier, oder? Nee, da unten das. Halt, stopp. Das da war natürlich die Residenz. So, wer ist denn Madame Della? Ihr seid wohl das neue Markt. Genau. Mein Papa hat seinen Schatz in einem Tresor im Haus eingeschlossen, aber ich werde dafür sorgen, dass ihr ihn niemals findet. Auch nicht, wenn ihr mir meine Lieblingssüßigkeiten bringt. Die waren... Das war das Teeservice. Bademäntel. Wo waren die Süßigkeiten? Bolzenschrauber, das war Ikea. Spielzeug. Socken. Sag mir nicht, war in der letzten Kiste, die ich... Ist das jetzt in der Kiste hier drin? Huh? What the... Wie... Hä? Wo ist denn das Spielzeug? Hä? Ja, bla bla. Spiel. Wo war denn das? Da waren die Socken. Da war ein Gold. Hab ich irgendwas. Wo waren denn. Süß, Junge, da. Vergesst nicht, aber. Ja. Spielzeug. Okay. Dann suchen wir in der nächsten Folge mal das Spielzeug, weil ich gerade spontan wirklich nicht weiß, wo das war. Wenn es euch gefallen hat bis hierhin, gebt ihr gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.